Doch diese Behauptung ist falsch. In Wohnhäusern, dort, wo man sich eigentlich sicher fühlt. Die Opfer sind paralysiert, wehren sich nicht, weil sie überrumpelt werden. Moment, paralysiert, weil sie überrumpelt werden und wehren sich nicht. Wie gesagt, wehren ist ja nicht nötig, wenn sie überrumpelt sind. Aber sie müssen vielleicht nicht unbedingt von sich aus die Beine aufmachen. Und wenn ja auch keine Gewalt und keine Drohung vorliegt, also die Drohung mit Gewalt, es also absehbar vermutlich nicht zu Gewalt kommt, wenn sie sich denn nicht öffnet, dann kann sie ja auch zulassen und vielleicht kann sie auch einfach aufstehen und zur Tür hinausgehen. So viel sollte wohl doch einem Menschen zuzutrauen sein, erwachsen. Ja, aber Verantwortung ist nicht mehr, ne? Verantwortung war früher mal für Frauen was Gutes. Heute ist nur noch Opfer, 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 Opfer. Und es lohnt sich. Gerade im sozialen Nahbereich ist es wirklich überwiegend so, dass die Frauen dann immer noch versuchen, irgendwie durch Handlungen, die jetzt aber nicht richtig wehren sind im strafrechtlichen Sinn. Ja, was ist das denn, Handlungen, die nicht wirklich im strafrechtlichen Sinne sind? Also wenn sie eine Handlung unternimmt, was auch immer das ist, ja, und für ihn ist das eine Hürde, da den Sex durchzuführen, dann ist es eine Nötigung. Sobald diese Hürde, die sie aufstellt oder die das Opfer aufstellt, durchbrochen wird gewaltsam, ist es eine Gewalttat. Die jetzt aber nicht richtig wehren sind im strafrechtlichen Sinn. Wie geht denn richtig wehren im strafrechtlichen Sinne? Das ist doch totaler Bullshit, ey. Oder auch durch Reden, ne? Durch Nein sagen, durch Abwiegeln, durch Beschwichtigen. Ja, wie wäre es mit einfach zur Tür rausgehen? Ja, aber stattdessen reden und dann doch die Beine aufmachen, ja, dann doch die Beine breit machen, leuchtet mir nicht ein, die Vergewaltigung. Nur das Wichtigste wird eben immer weggelassen, dass die Frau von sich aus die Beine breit macht. Und das ist eine verdammte Schweinerei, was er da abzieht, WDR. Durch Beschwichtigen. Wofür denn Beschwichtigen? Er droht doch nicht, er macht doch auch, sagt doch auch nicht. Also es gibt keine Gewalt und es gibt auch keine Drohung. Was willst du denn, was gibt's denn zu beschwichtigen, bitte? Durch Versuchen abzulenken oder so, dann noch aus der Situation rauszukommen. Aber das reicht eben bisher nicht. Selbst wenn vor Gericht bewiesen wurde, dass der Täter gegen den Willen des Opfers gehandelt hat. Das stimmt doch so nicht. Beziehungsweise das stimmt unter einer Bedingung. Und zwar, wenn dem Täter das Nichtwollen des Opfers nicht klar sein konnte. Also nicht, wenn er nicht das nicht wahrnehmen wollte, sondern wenn ihm das nicht klar sein konnte. Ja? Wenn sie zum Beispiel, wie gesagt, in dem einen Fall sich rücklings hinlegt und die Beine aufmacht, um ihm ein Eindringen zu ermöglichen. Wie soll er denn davon ausgehen, dass sie das nicht will? Also muss er ja ihre Gedanken lesen können. Ich weiß, Frauen möchten das gerne, dass wir Gedanken lesen können, aber wir können das eben nicht. Und das kann auch wirklich nicht Gesetzesvoraussetzung sein. Ja? Weil dann macht nämlich nicht nur keiner mehr eine Vergewaltigung, dann macht auch keiner mehr normalen einvernehmlichen Sex mit euch. Nur Leute, die dann die Augen richtig zumachen vor der Wahrheit, machen das dann noch. Er wird nicht bestraft. Da kann die Vergewaltigung selbst noch so brutal gewesen sein. Ja, wenn sie sich dann nach 2 Minuten dazu hingibt, irgendwelchen Shades of Grey Sex machen zu wollen, dann kann das natürlich möglicherweise auch im Lauf des Dings brutal gewesen sein. Aber eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung und wenn er sie brutal oder gewaltsam zu Sex zwingt, auch nach einer Überrumpelungsaktion, heißt das nicht, dass man gewaltsam dahin sein darf. Dann ist es auch eine Vergewaltigung. Also was soll das? Dieses Gesetz begünstigt, dass Frauen mehrfach Opfer werden können. Männer können auch mehrfach Opfer werden. Und überhaupt ist diese Einseitigkeit ein bisschen unschön, weil, wie gesagt, der Richter ja auch einen Fall konstruiert hat, wo der Mann die Frau verklagt, dass sie vor 4 Jahren in seinen Wunsch nicht, Willen nicht beachtet hätte. Rein aus dieser Aussage darauf zu schließen, dass es jetzt eine Vergewaltigung war, das öffnet der Willkür Tür und Tor. Ja, da kann ja jeder behaupten, was er will. Und dann muss irgendwie ein Sachverständiger sagen, ja, stimmt oder stimmt nicht oder Zeuge ist glaubwürdig oder Aussage ist glaubwürdig und nicht. Das kann doch wirklich nicht die Lösung sein. Man verlangt eben auch Frauen ein bisschen Selbstbestimmung ab. Selbstbestimmung heißt dann zum Beispiel zu sagen, du, nein, ich möchte wirklich nicht und dann vielleicht auch rauszugehen, den Raum zu verlassen oder einfach sich körperlich zu entfernen, ja. Denn das ist doch wohl das Mindeste, was der Mann da irgendwie oder was der Täter dann da irgendwie überwinden muss, um in irgendeiner Weise Form auch ja, Gewalt ausgeübt zu haben. Und ganz ohne Gewalt geht eben Vergewaltigung nicht. Ne? Vor allem in der Familie. Je nachdem ist es so, dass die... Je nachdem, je nach was denn? Ja? Je nachdem. Eine sehr vage Aussage. Also was sind denn die Bedingungen, je nach welchen Kriterien
fallen mir deine Fälle gerade aus. Je nachdem, wie du das gerade brauchst, laberst du daher, ne? Stimmt doch, oder? Einfach aufgrund von dieser Vorerfahrung in der aktuellen Situation auch einfach nichts mehr aktiv entgegengesetzt haben, weil sie gemerkt haben, früher durch die Situationen, es hilft nichts. Ich werde sowieso überrumpelt, mein Wille zählt nicht. Wenn ihr Wille nicht zählt, heißt das doch, dass er seinen Willen durchgesetzt hat, und zwar gegen irgendeine Form von der Anzeige, ich will nicht. Wenn sie das nicht macht und nicht sagt, ich will nicht, dann kann man das auch nicht wissen. Okay? Gerade diese Frauen brauchen den Schutz des Gesetzgebers. Nee, gerade diese Frauen, ja, gerade diese Frauen, es sind doch offensichtlich welche, die Sex gehabt haben und hinterher nicht dazu stehen wollen und ihre Schuld jemand anders aufs Auge drücken wollen. So geht das nicht. So geht das nicht, ne? Und wenn ihr wirklich nicht mehr ernst genommen werden wollt, liebe Feministinnen, dann gebt bitte mal endlich eure Posten ab und gebt auch euer Wahlrecht am besten ab. Stattdessen war ein Toast in der Küche, ne? Das sieht auch der Europäische Rat so. Der Europarat fordert seit 5 Jahren, dass jede Vergewaltigung strafbar ist. Ach so, ja, richtig. Kommt tut das natürlich mal wieder von ganz, ganz oben. Über die EU, obwohl unser Recht meiner Meinung nach eigentlich schon ausreichen müsste, um die da geforderten Bedingungen zu leisten. Die deutsche Bundesregierung hat daraufhin ein neues Gesetz entworfen. Aber ein reines Nein reicht immer noch nicht. Richtig, man muss einem Menschen, einem sexuell selbstbestimmten Wesen auch zutrauen, den Sex dann nicht durchzuführen. Ja, wenn sie sagt Nein, dann kann sie nicht die Beine aufmachen. Dann ist es keine Vergewaltigung. Ja, also den Beitrag müsst ihr euch mal angucken im Original. Ich verlinke den auch mal. Das ist wirklich eine richtige Show. Ja, auch wie sie hier bei dem Mars reinzoomen, als wäre er der große Schuldige. Ja, der böse Mann wieder. Das ist eine ganz krasse Nummer von Frau TV. Und jetzt machen die auch noch Mann-TV und drücken uns dieselbe Soße mit einem anderen Namen nochmal rein. Alle 3 Monate, speziell für uns. Also, ich werde da richtig wütend mittlerweile. Kann man so dreckig rumlügen? Was will man denn da provozieren für eine Hassgesellschaft? Rafft das einfach nicht. Was hinführen soll. Das ist die totale Amok-Anscheiß- Blockwart-Mentalitäts-Kackgesellschaft. Wie viele Frauenverbände fordert auch FrauTV? Aha, ist FrauTV auch ein Frauenverband? Vorhin war es noch ein politischer Verband oder eine Beratungsstelle? Nein heißt Nein. Ja, Nein heißt Nein, genau. Und wenn sie dann die Beine aufmacht, dann ist es trotzdem nicht strafbar. Und das ist auch ganz richtig so, weil man ja eben, wie gesagt, auch eine gewisse Selbstbestimmung einer Person zutrauen sollte und nicht nur rumjammern. Ja? Ihr seid keine Behinderten und keine kleinen Kinder, liebe Frauen, Feministinnen. Die meisten Frauen sehen das ja eh gar nicht so. Die Zustimmung für Feminismus ist stark gesunken, habe ich gehört. Auf nur noch irgendwie 10 oder 12% oder so. Und wenn man da sieht, was sie für Lügen verbreiten, und nicht jeder ist so blöd, das alles zu schlucken, ja, auch nicht jede Frau ist so blöd, das alles zu schlucken und sich nicht mal kritisch zu hinterfragen. Und wenn das noch so reißerisch aufgemacht ist, dann gucken da Leute hinter und denken sich, je schlimmer, je reißerischer, desto peinlicher, ne? Und das sollte sich auch in einem Gesetz wiederfinden, wenn es den Betroffenen helfen soll und nicht den Tätern. Das wird aber unbegreiflicherweise auch mit dem neuen Entwurf nicht passieren. Aha, aber unbegreiflicherweise lügt ihr da vor euch hin wie gedruckte Bücher. Es ist wirklich nicht zu fassen, was du da raushaust, Ortgies, ey. Das Opfer einer Vergewaltigung ist immer noch schlechter gestellt als das Opfer eines Diebstahls. Wie gesagt, auch beim Diebstahl muss der Diebstahl erfolgen, damit eine Strafe erfolgen kann. Und auch bei der Vergewaltigung muss eben die Vergewaltigung erfolgen, die aber eben unter anderen Bedingungen abgehandelt wird, nämlich dass eben auch Gewalt oder Nötigung oder mindestens das Ausnutzen einer schutzlosen Lage vorliegt, während bei Diebstahl immer nur das Ausnutzen einer schutzlosen Lage vorliegt, immer nur Missbrauch vorliegt und niemals Gewalt, weil es dann ja Raub ist und mit 15 Jahren bestraft wird. Ja? So ist es. So ist es. So ist es. So ist es bedeutet, ich habe recht. So ist es, ich habe die Wahrheit als euch gesagt. Ja? Und das Gegenteil ist der Fall. Es ist... Boah, ich komme ja nicht mehr mit, ey. Krieg da die Wut. Ich muss gleich aufhören. Ich erkläre es nochmal. Man muss das ja sacken lassen. Du brauchst mir das nicht erklären. Du hast das selber nicht gerafft, du blöde Kuh. Wenn sie beklaut werden, dann wird der Täter bestraft.
Wenn ich beklaut werde, dann wird der Täter bestraft, wenn er gefasst wird. Ansonsten bin ich beklaut worden. Das heißt, eine negative Lage von mir ist ausgenutzt worden. Auch wenn Sie sich als Opfer nicht gewehrt haben. Wie kann man das auch, weil man ja nicht dabei ist beim Diebstahl? Den kriegt man normalerweise nicht mit. Wie kann man sich denn dagegen wehren? Das geht doch überhaupt nicht. Wenn Sie vergewaltigt werden, wird der Täter nur dann bestraft, wenn Sie begründen können, warum Sie sich nicht gewehrt haben. Ja, und da ist auch das Phänomen schon wieder, das wir ja schon am Anfang hatten, als die Lisa gesagt hat, solche Fälle würden nicht unbedingt, also bedingungslos, verurteilt. Heißt es hier nicht mehr, dass erwartet wird, dass Frauen sich wehren, sondern nur noch, dass sie begründen können müssen, warum sie sich nicht gewehrt haben. Was auf jeden Fall eine Stufe tiefer ist, ne? Wie gesagt, drücken die sich eben sehr vorsichtig aus. Und dann habe ich mal kurz geguckt, wie das mit den Aussagen vorher war. Auch da sind sie ganz schön vorsichtig gewesen, habe ich mich vielleicht ganz klar ein bisschen vertan, aber das ist ja eigentlich auch egal, weil das Ziel ist ja schon das Entsprechende dabei, wenn man hier hört. Sie findet es absurd zu erwarten, dass Frauen handgreiflich Widerstand leisten und damit zusätzliche Gewalt provozieren. Dann denkt sich jeder ein Muster bei oder müssen. Ja, findet es absurd, dass erwartet wird, dass Frauen sich wehren und dann mehr Gewalt provozieren. Und dass es erwartet wird, mag vielleicht irgendwie sein, aber das Gesetz erwartet das ja nicht. Und deswegen spricht man auch nicht von müssen, obwohl der Satz ja nicht so wirklich komplett ist. Jeder hat ja das Gefühl, dass das jetzt die Voraussetzung wäre, aber es ist ja nicht die Voraussetzung. Die Voraussetzung ist, dass sie das vernünftig erklären kann. Warum soll man das jetzt bitte auch nicht erwarten können? Hier jedenfalls auch noch keine vernünftige Erklärung dafür. Stattdessen hat man lieber aufgepasst, dass man sich nicht mit irgendwelchen Aussagen in den Nesseln setzt. Offensichtlich auswendig gelernt, bis auf den letzten Buchstaben, ne? Ja, hier noch so eine Aussage. Selbst wenn vor Gericht bewiesen wurde, dass der Täter gegen den Willen des Opfers gehandelt hat. Bei der einfach eine der wichtigsten Bedingungen nicht genannt wird, ne? Und zwar die, dass der Täter von dem ablehnenden Willen des Opfers wissen muss, das ist die Voraussetzung, die hier nicht genannt wird, beziehungsweise die Erwartung ist wohl eher, dass das Gesetz so geschrieben wird, dass einfach alles geglaubt wird, aber dann müsste ja eigentlich auch Männern in solchen Fällen geglaubt werden. Irgendwie ist das ganz schön widersinnig. Er wird nicht bestraft. Da kann die Vergewaltigung selbst noch so brutal gewesen sein. Ja, er wird nicht bestraft, weil sie nicht erklären kann, wieso sie sich nicht gewehrt hat und er keine Gewalt und keine Drohung angewendet hat und keine schutzlose Lage ausgenutzt hat. Jetzt möchte ich mal bitte wissen, weswegen er denn verklagt werden soll, wenn ihr den Sex, den die beiden hinterher machen, Vergewaltigung nennt. Ja, also das ist ja eben die Fallacy hier, die sich so ein bisschen durchzieht. Der eigentliche Sex, den die beiden machen, von dem man nichts erfährt und schon gar nicht, wieso das eine Vergewaltigung sein soll, denn es passiert ja ohne Gewalt und ohne Drohung und ohne Ausnutzen einer schutzlosen Lage. Der war vielleicht gar nicht wirklich eine Vergewaltigung, sondern eben einfach nur Sex. Ja. Also im Endeffekt ist es ja zwar so, dass die Damen und Herren sich da auf diesen Standpunkt stellen können, dass ihre Aussagen eben nicht angreifbar sind, wenn man sie denn so wörtlich rausnimmt. Aber der ganze Bericht hier, der vermittelt ja wohl was anderes und das soll er ja wohl auch, ne? Auch das Ausnutzen von schutzlosen Lagen und anderen Dingen sind ausreichend. Und ja, da braucht auch kein Statement des Opfers vorliegen. Nur dann strafbar, wenn das Tatopfer sich körperlich wehrt oder der Täter Gewalt anwendet. Doch diese Behauptung ist falsch.